Echt? Ja, ich. Ach, so ein Bilder da. Ja, er ist tot. Warte, beschütze mich kurz. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zur 10. Folge Ender Kids. Ja, ich blende euch hier die Beschreibung vom Stammverein, weil das ist heute unsere Klasse. Und ja, mit dabei ist heute mein Bruder, hallo. Ja, moin. Ich bin genervt und das zu Tode, weil wir sterben ständig. Gestern, ich zeige euch mal meine Stats, ich hatte gestern 27 Wins. Dann, gestern so um 1 in der Früh, hatte ich plötzlich 38 Wins. Und das einfach nur, weil ich, gestern ging ich richtig am Abend noch ab. Und, ja, also das, da ging ich richtig ab. Und dann, was war dann? Ja. Heute reiße ich einfach nichts mehr und heute ist alles kaputt, Alter. Einfach alles kaputt. So. Weil gestern bist du da fast jede Runde gewonnen. Ja, gestern habe ich fast... Oh, da vorne ist noch eine Kiste, die hole ich. Warum hast du nicht gestern aufgenommen? Gestern warst du spät, um aufzunehmen, weil ich kann dann einfach nicht reden, wenn meine Eltern im Zimmer daneben sind und ich hier eigentlich in normaler Lautstärke auch aufnehmen möchte und nicht flüstern. Ich meine, ihr würdet sicher verstehen, aber ja, ich mag das halt nicht so. Da unten ist auch noch eine Kiste, hole ich mir auch noch. Oh, ein Dia. Das wäre geil, wenn ich jetzt noch einen hätte. Mal schauen, ob die Runde hier was wird. Ich kann es ja nur hoffen. So. Ich mache mir jetzt einfach mal so Boots. Dann würde ich sagen so. Also hier schon wieder das Ende der Map. So. So, ich habe eigentlich eine ganz okay Ausrüstung. Andi 106 ist bei mir in der Nähe. Okay. Angst habe ich jetzt irgendwie gerade trotzdem extremst, weil ich einfach jetzt nicht sterben möchte. Komm her, komm neben mich. Ich brauche ein Eisenschwert. Ja, ich kann dir leider kein Eisenschwert geben. Alter, du bist ja schon voll high equipped, Alter. Ich bin nicht high equipped, Alter. Was schlafst du? Aber ich bleibe jetzt hinter dir stehen, falls du geportet wirst. Ich esse schnell was. Nein, ich... Ja! Ja, ich habe ihn down, Ich bin geportet worden und da waren voll die guten Sachen. Und eines bei mir in der Nähe. Leute, ich muss unbedingt essen. Ich habe ein verzaubertes Eichenschwert. Okay, 91 Block ist von mir jemand entfernt. Ich muss aufpassen. Alter, ich bin Super Mario. Du bist der Super... Du bist Super... Super Mario. Und der Ender Games ist so geil. Boah. Aber Ender Games kann auch richtig aggro machen, wenn du einfach verkackst. Und wie habe ich schon verkackt gesagt? Du hast noch nicht verkackt und verkackt ist ein verkackt gesagt. Oh, ich kann mir jetzt ein Dierschwert machen. Also ich muss jetzt geportet werden, ich habe 4 Dias. Okay, wir haben ein Dierschwert. So, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch einen Helm. Einen Helm. Ich kann dir so die ganze auch machen, die auf mir nicht verrecken. Ja, wenn du, Leute, es ist so, manchmal hat der noch Probleme mit dem Dialekt. Er fängt dann einfach wieder Dialekt an zu reden, weil, er kann auch nicht so gut Hochdeutsch. Weil wir kommen ja aus Österreich und er kann es halt nicht so. Aber ich hoffe, ihr verzeiht das. So. Ja, genügend Fleisch habe ich. So, zum Enchanten. Wann bin ich denn mal geportet? So, 118 Blöcke. Da vorne ist eine Kiste, die würde ich eigentlich schon ganz gerne haben. Alter, ich bin schon zu lange. Da bin ich jetzt schon irgendwo. Oh, meine Augen drehen extremst. Oh, 2 Dias, perfekt. Jetzt haben wir wieder 3 Dias. Und ja, 2 Eisen noch. Dann könnten wir uns ein Dings machen. Ja. Das wäre ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wagen soll. Darüber 53 Blöcke. Ach doch, ich hab's gewagt. Alter, einer kommt zu mir.
40 Blöcke. Weißt du nicht, bin ich 40 heilig. Blöcke, Leute. Ich möchte euch eigentlich den Stampfer präsentieren, aber den Stampfer kann man im Prinzip nur präsentieren, wenn man towert. Und eigentlich bin ich ja nicht so der Fan generell von Fallen und Towern und so. Aber ich meiner Meinung nach, also ich finde, ich muss das irgendwie machen. Andi, ich bin hier neben dir. Hi. Echt? Ja, ich fach. Achtung, Bilder noch. Ja, er ist tot. Warte, beschütze mich kurz. Warte, ich muss mir den Brustpanzer von ihm holen, weil der ist extremst gut. Ja. Yeah. So, ich bin full iron. Hatte der sonst noch irgendwas Gutes? Du kannst herkommen, der hat ein paar... Ah, hinter dir! Nee, nein. Aber ich habe was Gutes für dich gecraftet, einen Deerhelm. Ja, er ist tot. Einen Deerhelm habe ich. Und eine Deerschuhe meine ich. Die habe ich für dich. Okay, 89 Blöcke. Aufpassen. Ich bin eh nur 5 Spiele. Okay, ich hab's. So, dann noch ganz kurz. Ich hab einen Eisenbusspanzer. Aber wenigstens hast du jetzt meine guten Sachen. Na, wenigstens etwas hier. Oh. Leute. Ich hab das Crunch Pack drin. Also, ich hab das Crunch Pack drin, weil. Ich wollte mal ein neues Texture Pack haben und das Grunge Pack bietet sich da ja gerade extremst an. Und deswegen habe ich das. Oh, cool. Irgendwie war das jetzt schon. Hattest du ihn einmal gehittet vorher oder gar nicht? Wem? Achso, ich habe ihn schon. Ich habe ihn noch gar nicht gehittet. Okay. Scheiße, nein, du darfst nicht sterben. Komm schon. Er ist gleich tot, erlaubt. Nein. Das war extremst gut von dem, Leute. Aber wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, Leute. Ich werde jetzt einfach die Runde hier nehmen. Das ist wirklich, ich schwör's euch, die allerletzte Runde, wo ich so abkacke. Aber was wollt ihr mit so einem dummen Kit, Leute? Also ich bin... Weil der Stampfer könnte echt nicht jetzt so... Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich finde das Kit Stampfer ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen sinnlos, aber es ist... Underpowered. Es ist einfach ein Kit... Wann erlebst du das schon mal, dass du mit dem Kit auf jemanden draufspringst? Das ist erstens schon mal extrem schwer, jemanden draufzuspringen. Und zweitens, das einzige Gute, was ich zu dem Kit sagen kann, ist, es ist, wie soll ich sagen, das Kit ist gut. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Schuhe hast und dann maximal 2 Fallschaden bekommst, da ist das Kit gut. Aber ich finde es einfach, das sollte noch irgendwas dazu bekommen, vielleicht das bisschen höher springen kann, dass man dann auf die Spieler draufspringen kann, weil ich finde das sonst ein bisschen sinnlos. Wie gesagt, ich möchte euch hier bei der Ender-Kit-Serie, ich möchte euch dann natürlich zeigen, wie sich das Kit spielt. Und ich muss sagen, mit dem Kit hier, hatte ich bisher die meisten Probleme von allen Kits, die ich hatte, weil bei dem hier habe ich, keine Ahnung, 20, 25, 30, 45, keine Ahnung, wie viele Aufnahmeversuche gebraucht. Ich habe jetzt sicher Videomaterial von über 2 Stunden. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, morgen geht's weiter mit dem nächsten Kit. Bin gespannt, was das dann wird und ab da dann nur noch Wins, weil ich habe keine Lust, da immer solche Videos zu bringen. Es tut mir sowieso leid, aber ich möchte euch zeigen, wie man mit dem Kit spielt. Und mit dem Kit ist es schwer. Das ist genauso wie mit dem Red Zoner. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen und über einen Daumen nach oben. Und konstruktive Kritik, bla bla, in die Kommentare und der Andi hat das letzte Wort. Okay, Leute, macht's gut und 3, 2, 1, ciao.